So, ihr Lieben, wie geht's euch? Wir machen mal die Runde rum. Die Michaela strahlt mich schon wieder an, dass der sprengt da gleich die Kamera. Was geht? Was macht das Clearing das Letzte? Und was wirkt? Und wie ist die Woche Ja, gestartet? es wirkt und wirkt und wirkt und ja, diese Blockade, die mich vom Handeln abgehalten hat, gerade dieses große Thema Ordnung in meinem Leben mal anzugehen, ja, es läuft. Ja, in meinem Tempo, Cool. ja, aber ja. Also das Badezimmer ist alles jetzt, also man muss sich das vorstellen, ich habe wirklich beim Umzug alles in die Badewanne reingeschmissen, die war so richtig gefüllt. Ja, das habe ich alles sortiert, Cool. ausgemistet, ja, auch die Kosmetika, die ich nicht mehr brauche, Sachen gefunden, die sind schon 30 Jahre alt gewesen. Von Umzug zu Umzug zu Umzug. Ja. Ja, genau, weil ich irgendwie dran gehangen habe, keine Ahnung, warum auch immer. Naja, auf jeden Fall, ja, hat sich das ordentlich gelohnt. Inzwischen heute ist auch alles eingeräumt, hat seinen Platz gefunden. Ja, jetzt muss ich dann nur noch das Bad noch zu Ende putzen und kann ich einen Haken dran machen. Und das Projekt ist dann auch erledigt. Genau, und so, Egal. ja, so löst sich gerade alles nach und nach auf. Vor allem, das ist mit einer Leichtigkeit. Ich denke nicht nach, sondern es passiert einfach. Das ist so genial. Sehr, sehr cool. Ich Ja. freue mich. Ich freue mich so Ja, gefreut. ich mich auch total. Ja, super cool. Genau. Sehr, sehr cool. Ja, mega. Und bei dir, Sabrina, wie geht's dir? Was hat's? Okay. Soweit super. Also zwar noch keinen großen Sprünge oder so, obwohl doch, man könnte es eigentlich, also ist doch eigentlich eine kleine Verbesserung, auch wenn es eine kleine ist. Ich konnte vorher ja nicht im Schneidersitz oder auf die Beine sitzen, ohne Schmerzen zu haben, dass meine Beine so gezuckt haben. Ja. Und mittlerweile kann ich das wieder, Ja, mega. ohne dass. Guck mal. Also Grad... ist doch eine. Das ist ein Mega-Erfolg. Super cool. Gratuliere. Sehr cool. Das ist doch richtig genial. Komme ich auch darüber. Super, super cool. Du strahlst auch. Also du bist auch irgendwie noch ein bisschen beseelt. Ja, Ja, schön. zu Ja, super cool. genau, zu dem Clearing. Also bei mir hat es wirklich viel auch gemacht. Bei mir war ja auch das Thema mit Reizüberflutung, dass wir ja gesagt haben, dass ich jetzt ja weniger davon haben will. Und irgendwie ist mir dann so aufgefallen, okay, Katja, also noch müssen wir auf eine Ebene tiefer. Gut. Wenn du jetzt so ein anderes Ergebnis haben willst, musst du jetzt anders handeln und jetzt anders denken. Du musst dann trotzdem durch. Es reicht nicht, wenn du einfach nur immer drüber nachdenkst, sondern das auch wirklich dahin gehen. Ja. Und ich habe heute sogar viel weniger geschlafen. Ich war heute den ganzen Tag echt platt. Aber meine Reizüberflutung, ich war vorhin jetzt nur noch spazieren, ist echt weniger geworden. Ja, ist das geil. Und das ist wirklich mega. Und ich habe mich vorher, ich war dann spazieren. Und ich habe so einen, ich war am Samstag, genau, ich habe dann noch am Wochenende mal Meditation gemacht mit so Dankbarkeit. Und ich kann die Dankbarkeit, ich habe auch wieder angefangen, regelmäßig hier zu schreiben, bin jetzt da ganz ehrlich, ne? Aber wirklich viel besser fühlen und die Liebe in mir. Und auch so dieses Rankommen an mich und an meinen Körper, so im Sein zu sein. Ich habe vorhin so richtig Gänsehaut auch auf der Haut gehabt. Also so, ja, im Moment einfach so das Genießen und so dieses wirklich einmal zu checken, was hat denn diese Reizüberflutung, warum ist sie gekommen und wirklich so in mich selber wieder anzukommen. Und das ist ja so ein schönes Gefühl, kann ich nur sagen. Ja.